from SBS Nürnberg 2022. My name is Jana Bauknecht. I'm a product manager at Synapticon, and this is my colleague Najme, and she will explain you our compliance demo. So here we see a 3-axis robot from Sumitomo, our partner, with their gearbox in it and also integrated torque sensor to it. And here we see our servo drives. So here, if I try to move the axis when there is no control and also the brake is off, I can see that it is difficult to move it. But once that we use the gentle control, in which we are trying to compensate the gravity, we can see that easily we can move the drives, move the system and move the axis. The other application that I can show you here is to make a robot like a spring to behave like a spring. And here, if I try to move it, it will go back to its initial position, which is suitable for compliance applications. Herkömmliche Bremsen auf dem Markt sind groß, haben einen hohen Verbrauch und vor allem sind sie auch schwer. Die Braking System von Synapticon ist ein wahrer Gamechanger. Kannst du uns erklären, warum? Klar. Das Bremssystem von Synapticon basiert auch auf einem Elektromagneten. Jedoch muss der nicht gegen die große Federkraft arbeiten, die für das hohe Drehmoment zuständig ist. In dem Bremssystem haben wir eine vorgespannte Feder. Die befindet sich immer im geschlossenen Zustand und muss nicht von einer Spule geöffnet werden, von dem Magnetfeld von der Spule. Dadurch haben wir eine sehr geringe Leistung oder Verbrauch, der unter 3 Watt liegt, und können trotzdem hohe Drehmomente erreichen. Wir reden davon bis zu 16 bis 20 Newtonmeter, können aber auch sehr kleine Drehmomente abdecken wie 0,5 oder für die ganz kleinen Achsen. Das wäre dann eher beim Circolo 7. Und beim Circolo 9 können wir dann bis zu den 20 Newtonmeter kommen. Zusätzlich ist die Bauhöhe sehr gering, eben weil wir keine große Spule brauchen. Das heißt, wir haben in der Höhe der Achse keine Spule und somit erreichen wir halt diese geringe Bauhöhe. Da der Bremspin von Synapticon aus einem Elektromagneten besteht, erfüllen wir auch das Fail-Safe-Prinzip. Sprich, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, schließt die Bremse. Die Lösungen von Synapticon werden am besten über Oblak Drive installiert. Ich habe hier meinen Kollegen Chauri mitgebracht. Verrat uns doch mal ein paar Details darüber. Ja, wir haben hier eine Software entwickelt, um die Antriebe sehr einfach zu konfigurieren. Ich habe hier zum Beispiel ein Setup mit einem Motor, den Circolo drauf und unsere integrierten Encoder. Und ich benutze die Oblak Drives, um den Antrieb zu konfigurieren und zu sagen, was sind die Eigenschaften von dem Motor, welche Encoder ich habe. Wir haben hier eine sehr einfache, schrittweise Anweisung, wo ich sagen kann, was für eine Bremse ich habe, was für einen Motor ich habe und welche Encoder ich habe, damit das super einfach parametriert werden kann. Okay. Und die Oblak Drive Tools werden ja am besten über die Oblak Box installiert. Man kann natürlich auch eine virtuelle Maschine verwenden, aber warum würdest du trotzdem die Oblak Box empfehlen? Das ist ein echtzeitfähiger Computer, der schon EtherCAT direkt installiert hat. Der ist super einfach zu benutzen. Der hat einen direkten Anschluss mit dem EtherCAT Slave und damit ist einfach mit einem Laptop oder mit einem Handy sich zu verbinden. Und ich habe die Direktdaten von dem EtherCAT-Netzwerk direkt auf meinem PC.